Hallo, 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 weil der ist in Pokémon Smaragd. Willkommen da, ich bin der Lars. Ich grüße euch nach mehreren Stunden Leveln des Todes. Habe ich es denn nun endlich geschafft, meine Pokémon auf ein akzeptables Level zu bringen? Meine Fresse, ist lang gedauert, aber es wäre locker 5, 6 Part gewesen, deswegen habe ich das mal so gemacht. Ich habe es hochgelevelt und zwar auf Nice auf 60, Noxie 58, Gorgi 59, Katzi sogar 60 geworden, Tauber 71, habe ich gar nicht gelevelt und Bibber auf 58. Und ich besitze noch 3 Sonderbonbons, die ich jetzt auch noch benutzen werde. Meine Fresse, Leute, ich bin fertig mit der Welt. Stundenlang 3 Sonderbonbons noch benutzen und ich würde sagen, wir ziehen Gorgi auf 60. Ist das gut? Gorgi auf 60? Gorgi wird 60. So, 2 habe ich noch. Dann könnten wir noch Noxie auf 60 machen. Machen wir noch Noxie auf 60 und dann war es das. 59 für Noxie, Glückwunsch dazu. Und Bibber ist ja sogar auf 58 gekommen. Meine Fresse, meine Damen und Herren. Das hat gedauert, aber ich habe es geschafft. Jetzt gehen wir einkaufen. Ganz wichtig, und dann machen wir die Top 4 wieder. Jetzt schaffen wir das aber. Jetzt schaffen wir das. Ich habe den Part noch nicht gesehen, von wegen, ob ihr, wo ihr abgestimmt habt, von wegen, wie es läuft. Besitz 7. Machen wir 3, dann passt das. Okay. Und Top-Trank besitzen wir 6. Machen wir nochmal 4 oder machen wir 9? Wir haben ja genug Money. Nur kaufen wir nochmal 9. Scheißegal. Alles weggekauft. Alles weg. Scheißegal. Tschüss. Der Part, wo ihr geschrieben habt, von wegen, was für ein Pokémon-Teil am Start ist, weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Ist vorproduziert, deswegen weiß ich nicht. So, wir sichern die Kiste jetzt hier ab. Ohren 7 Spielzeit passt. Pokédex. Tschüss. Auf Wiedersehen. Abgesichert und ab geht's. Jetzt sind die Top 4 drin. Wir starten Pokémon-mäßig als erstes mit Nice. Der sollte durch losrotzen. Danach machen wir weiter mit Gorgi, glaube ich. Dann kam wieder Nice. Oder wir machen den zweiten. Machen wir doch mit Taube. Dann tauschen wir schon mal. Dann machen wir es, glaube ich, so. So, zweites kommt Taube, der sollte da was reißen und zu No, ja, das passt schon, das schaffen wir schon. Wir schaffen das schon, Leute, mit diesem Level müssen wir es packen, wenn nicht, sind wir richtig kacke. Ich weiß nicht, besser geht's nicht. Wir kennen die Kollegen schon, wissen wir all, was sie können und jetzt sollten wir losrotzen und endlich die Top 4 schaffen. Ich habe übrigens einen Hitzekoller verlernt, ich habe dafür den Spiegeltrick gelernt, der auch ganz cool ist. Und wir fangen mal an mit dem Feuerfeger. Geht daneben, was für ein Scheiß zum Anfang. Und Sandvio macht mich natürlich noch ungenauer. Aber wir müssen sogar 60. Mein Pokémon ist einfach mal 60. Easy. Risikoattacke. Macht die viel? Er macht schon einiges. Und ist weg. Rückstoß. Wurde besiegt. Tschüss. Als nächstes wird... nein, machen wir nicht. Wir sollten hiermit... Ah, Feuerfeger sollte so effektiv sein. Geht daneben, weil wir wieder ungenau sind. Angeberei. Und was sinkt? Angriff sinkt wieder stark. Und ist verwirrt. Ist verwirrt, Feuerfeger trifft, das müsste auch ein One-Shot sein. Das müsste ein One-Shot sein. Na klar, ist sehr effektiv, das ist ein Pflanzen-Pokémon. Es brennt nieder. Bivar, übrigens immer noch den EP-Teiler. Switch nicht. Wer kommt jetzt? Ja, oh Gott, der ist stark. Spiegeltrick. Nicht mehr, ist nicht mehr verwirrt, setz Spiegeltrick an. Der Spieltrick schlug fehl. Ah ja, Spieltrick ist ja quasi... Ah, fuck my life. Okay, war doof von mir. Spieltrick macht ja quasi die Attacke, die er kopiert hat. Beziehungsweise die er gemacht hat, kopiert er. Und der hat noch gar keine Attacke gemacht. War ein Fehler von mir. Schwertanz. Ist okay. Steigt sehr, bla bla bla. Und er heilt sich ein bisschen, scheißegal, mit dem nächsten Feuerfeger. Sollte er besiegt sein. Leute, wir gehen jetzt durch. Wir gehen durch. Jetzt ist es so easy. Ich glaube, jetzt habe ich viel zu viel. Ich habe stundenlang gelevelt. Das war, glaube ich, zu viel. Fuck. Oh, das ist ein Wasser-Pokémon. Müssen wir switchen. Wir haben noch Bivar. Wir haben noch Bivar. Komm, Bivar. Surfer. Ja, ist okay. Aber ich habe einen Donner. Und der Donner sollte dich wegsnacken. Bivar. Donner. Schüssi, mein Freund. Schüssi. Ja, nice. Bibber wieder. Als nächstes wird, weiß ich nicht. Wer wird eingesetzt? Habe ich gleich darauf geachtet. Wir switchen mal wieder zurück auf Nice. Wer kommt? Ja, ein Pflanzen-Pokémon. Müsste sein. Feuerfeger. Boots. One-Shot. Brenn, mein Freund. Brenn. Oh, jetzt ist es so einfach. Jetzt ist es so einfach, glaube ich. Und ich werde am Ende bestimmt trotzdem noch verlieren. So, Nummer 1 wurde besiegt. Alles klärchen. Den Text kennen wir schon alle. Deswegen schnell heilen unsere Freunde. Hyperball 35 läuft bei mir. Habe ich Hypertränke gekauft? Habe ich jetzt nur Top-Tränke? Wäre doof, wenn ich nur Top-Tränke hätte. Das wäre echt doof. Top-Schutz, AP-Schluss. AP-Schluss, ja. Schuss. AP, wie heißt das? AP Plus, Entschuldigung. Hypertrank. Habe ich noch 2? Okay. Hyper geheilt. Vielleicht reicht sogar ein Supertrank. Wir halten Supertrank. Reicht auch, wunderbar. So, kann weitergehen. Nummer 1 wurde besiegt. Als nächstes möchte ich gerne Pokémon switchen und das nächste muss Taube machen.
Weil gegen Nesten ist, glaube ich, Bodenattacken und Psycho, glaube ich, sehr effektiv. Da hatten wir wohl unseren Freund namens Gorgi, aber Gorgi habe ich natürlich die Attacken alle verlernt. Deswegen muss man mit Nice arbeiten, mit Taube arbeiten. Taube kann das schon gegen diese Kollegin, sonst verlieren wir zu viele Pokémon. So. Obwohl, hier war Feuer auch sehr effektiv. Hier war Feuer auch sehr effektiv. Schutzschild. Oh, jetzt geht der Wutabfall daneben. Schützt sich selber. Wutanfall. Schutzschild schlug fehl. Wutanfall. Butz. Wir hätten ja auch mit Nice arbeiten können. Nice hat die auch schon aufgeräumt, aber wir werden auf jeden Fall hier Taube nehmen. Taube muss auch zeigen, was er kann. Deswegen passt das schon. Nein, Taube ist in Wut. Er hat den Wutanfall. Er sollte alles hier one-shotten. 71er Taube hat sich nichts geändert wie vom letzten Mal. Taube ist immer noch OP. Taube ist ein legendäres... Oh, ist verwirrt. Fuck. Wir tryen es trotzdem mal. Ist verwirrt und macht trotzdem Wutanfall. One-Shot. Tschüss. Sehr geil. Taube, liebe dich. Übrigens, in dem Bild da rechts habe ich noch nicht geändert, da ist Honey noch drin. Und Horrorhuhn ist auch noch drin. Egal, passt schon. Nein, wir switchen nicht. Ist immer verwirrt, ist verwirrt. Und Wutanfall geht trotzdem durch. Jetzt läuft es gerade. Weißt du, jetzt haben wir OP-Pokémon. Es läuft einfach nur. Es läuft. Wurde besiegt. Tschüss. Nein, komm, noch ein Wutanfall. Noch ein Wutanfall. Treff. Okay. Wutanfall ist verwirrt und Wutanfall trifft auch. Oh Mann, jetzt gehen wir halt einfach durch, ne? Tschüss, Top 4 wurde besiegt, die junge Dame. Auf Wiedersehen. Jetzt ist auch der dritte Versuch, von daher müssen wir irgendwas reißen. So, dann ist das auch fertig hier. Taube hat nicht einmal jemand anderes angreifen lassen. Das ist eine Taube und wir tauschen natürlich jetzt mit Biver. Jetzt kommt Biver ran und zur Not haben wir noch einen Nice, der auf jeden Fall auch effektiv ist. Aber jetzt sollten ja Eis-Pokémon kommen. Jetzt sollten die Eis-Pokémon kommen und ich glaube gegen Eis... Müsste ja unser Biver gut sein. Ich habe extra Biver gelevelt von Level, keine Ahnung, 30 bis auf 58 jetzt hoch. Mit dem EP-Teiler läuft es auf jeden Fall und geht das. Von daher sollte jetzt Biver hier einiges reißen. Komm! Ja, Sejong, mein Freund. Hast du Bock auf den Donner? Hast du Bock auf den Donner? Geht daneben. Fuck! Hagelsturm. Es hagelt. Ja, macht nicht viel, aber der Donner, komm. Attacke wieder daneben. Fuck! Ein Bodyslam, der macht Aua. Das hagelt wieder. Komm, komm. Yes, Donner geht durch. Sehr geil. Ist das ein One-Shot? Na klar. Na klar ist das ein One-Shot. Wurde besiegt. Als nächstes wird irgend so ein Scheiß eingesetzt. Scheißegal, komm her. Es hagelt wieder. So, Donner, bitte geh durch. Yes. Ist das auch ein One-Shot gegen einen 50er? Donnert's in deinem Gesicht. Oh, das reicht nicht. Eissturm. Aua. Es hagelt. Dann würde ich mal sagen, wenn Donner durchgeht, wir gehen auf Nummer sicher und heilen lieber mit einem Top. Mit einem Top. Ein Top-Trank. Haben wir ja 15 Stück. Gehen auf Nummer sicher, heilen lieber. Bevor jetzt irgendwas Böses kommt, macht der Eisstreif. Viel Damage müsste eigentlich effektiv sein. Doch, doch, doch. Geht eigentlich. Es hat aufgehört zu hageln. Noch ein Eisstrahl. Bitte frier nicht ein. Setz Donner ein. Tschüss. Next Boy into the fucking hell. Auf Wiedersehen. Ist aber nicht sehr effektiv. Biver erreicht Level 59. Glückwunsch, Biver. Sejong, nein, Sejong, den kennen wir schon. Das ist ein One-Shot in Donner. Geht daneben. Fuck, Hagelsturm. Okay, hagelt, alles klar. Grünen Bereich, Donner, komm. Ja. Das Problem an Donner ist, dass Donner nicht so viel Genauigkeit hat. Es macht super viel Damage, aber die Genauigkeit passt halt nicht. Aber ein Donner sollte gegen Sejong immer effektiv sein. Tschüss. Hier können wir switchen. Und ich glaube, hier switchen wir zu... Obwohl, Nice ist ja natürlich auch... Wir könnten auch Nox hier einsetzen, obwohl da ist Eis auch sehr stark. Wir lassen Biver doch draußen. Passt schon, Biver ist die richtige Antwort, dafür haben wir ihn gelevelt, nur für dieses. Nur hierfür haben wir Biver gelevelt, von daher machen wir den Top-Genesung. Stellt KP und Status eines Pokémon wieder her, machen wir doch. Das ist ganz geil, für Biver passt, sehr schön, ist wieder aufgefüllt alles. Der Spukball, oh! Okay, es hagelt aber wieder. Und ich würde sagen, wir hätten noch andere Attacken, donnermäßig hatten wir Elektro, Ladevorgang ist elektrisch, aber da füllt er sich nur auf, aber Donner ist die beste Wahl. Eisstrahl. Heieiei, ist eingefroren. Fuck. Das ist nicht gut. Wir müssen switchen. Wir müssen switchen. Eisstrahl ist übrigens sehr effektiv gegen Taube, glaube ich. Ja, da müssen wir switchen. Und wir müssen auf jeden Fall, wir switchen mal zu Gorgi. Gorgi ist auch ganz gut dabei. Gorgi kann krasse Scheiße. Bitte, bitte, bitte nicht. Es hat aufgehört zu hageln. Sehr gut. Wie wäre es denn mit einem Hyperstrahl? Macht der viel Damage gegen diesen Scheiß, diesen Hyperstrahl? Na klar. Na klar! Weggesnackt! Gorgi, läuft bei dir! Oh. Hier brauchen wir natürlich wieder... Biver. Biver ist eingefroren. Egal, lassen wir dann Gorgi draußen. Gorgi schafft das schon.
Weil Biver wäre ein One-Shot. Oh, ein Surfer. Ein Surfer macht Aua. Ich könnte eine Schlafrede bzw. Erholung. Ich setze mal einen Hyperstrahl ein. Nach dem Hyperstrahl mache ich Erholung. Und dann diese Schlafscheiße, weil mit dem Schlafmüll... Alter, macht das Damage. Wow. Eisstrahl, bitte frier nicht. Überlebst du das? Na klar. Er heilt sich wieder, oder was? Ja, KP wieder hergestellt. Und ein Surfer. Wow, er snackt mich weg. Er snackt mich eiskalt weg. Jetzt müssen wir irgendwie Gas geben hier. Wir holen Katzi raus. So, mit Katzi werden wir auf jeden Fall... übrigens, das Problem ist bei Katzi und sowas... Was fehlt? Eisstrahl? Das Problem ist bei ihm hier, bei Katzi, ich kann einfach keine neuen Attacken lernen. Der hatte ziemlich coole Attacken, aber das bringt natürlich gar nichts. Eisstrahl. Fuck, Surfer, wie viel Damage macht so ein Surfer? Bringt auch nicht so viel. Eisstrahl. Taucher vielleicht, dann gehen wenigstens die Attacke daneben. Eisstrahl geht daneben, kommt wieder hoch, macht einen Taucher. Macht halt auch nichts. Wir müssen aber irgendwie den Kollegen jetzt hier down bekommen. Noch ein Taucher. Er heilt sich wieder. Fuck! Fick dich doch. Eisstrahl. Scheiße. Wir haben gerade echte Probleme hier mit dem Kollegen. Beutel. Top-Genesung. Top-Genesung wäre gut für... Wir machen Top-Genesung auf Biver. Auf Biver sag ich gerade schon. Auf Biver. So, dann switchen wir. Jetzt könnte er ja wohl sterben. Ist aber scheißegal. Jetzt switchen wir nämlich auf Biver. Denn Biver, wie schon erwähnt, ist ein One-Shot da. Wir haben echt Probleme mit diesen hier. Ein Donner, komm, geh durch. Dankeschön. Ist das ein One-Shot? Sollte ein One-Shot sein. Obwohl er 53 ist. Komm, trotzdem. Biver, ich glaube an dich. Ich glaube an das Herz der Karten. Na klar, ist er effektiv. Tschüss. Und er wurde besiegt. Oh, es tut mir aber leid, dass du besiegt wirst. Es tut mir aber leid. So, wunderbar. Jetzt ist der Kollege down. Jetzt müssen wir switchen. Und zwar müssen wir jetzt, beziehungsweise nicht switchen, sondern wieder beutelmäßig loslegen. Müssen unsere Pokémon wieder heilen. Erstmal, habe ich wieder Beleber mir geholt? Beleber? Habe ich die noch am Start? 6. Ui, habe ich gar nicht gekauft, zum Glück. Erstmal Gorgi wiederholen. Gorgi, Hallöchen. Und Katzi. Katzi ist übrigens gleich sehr effektiv, deswegen brauchen wir den. Ein Supertrank auf Katzi. Ist gar nicht so viel. Noch ein Supertrank auf Katzi. Dann ist er voll. Dann nehmen wir einen Hypertrank für Gorgi. Das passt. Wunderbar. Alle Boys sind wieder am Start. Ich habe doch noch hier Top-Trank, Top-Genesung, Top-Elixier. Was ist denn der Kingstein? Item tragen. Kann Gegner zurückweichen lassen. Alles klar. Ich habe gar nicht, glaube ich, alle mit Items ausgefüllt. Aber egal. AP plus. Hebt die maximale Anzahl der AP an Attacken. Ach, die maximale Anzahl. Wo war denn nochmal diese Scheiße hier, womit ich meine Attacken zurücksetze? Paraheiler, Fluchtseil, Hyperheiler, Beleber, Top-Äther. Füllt AP eines ausgewählten Attacke vollständig auf. Okay, das machen wir doch. Und zwar die hier. Donner. Wurde aufgefüllt. Wunderbar. So, dann gehen wir weiter. Achso, Pokémon tauschen noch. Jetzt kommt Katzi ihr Einsatz. Das ist nicht Bericht, sondern Tausch, Entschuldigung. Katzi ihr Bericht. Katzi muss jetzt tauschen, nicht Taucher. So. Muss jetzt zeigen, was sie kann. Nämlich jetzt kommt Drachen-Pokémon, glaube ich. Zur Not können wir noch Taube rausholen, weil Taube ist auch ziemlich krass hiergegen. So, wunderbar. Komm raus. Zeig, was du kannst, du alter Seefahrer. Ich habe dich doch schon mal besiegt. Du bist jetzt wieder dran. Und hier sollte Eis effektiv sein, und zwar der Eisstrahl. Ne? Sollte effektiv sein. Habe ich gehört. Habe ich mir sagen lassen. 52 sind sie hier schon. Klar. Easy, sehr effektiv. Und ist eingefroren. Läuft. Kriegst noch einen Eisstrahl auf dem Deckel. Top-Genesung, scheiß doch drauf. Kriegst einen Eisstrahl. Wenn jetzt ein Crit ist, hat die Top-Genesung nicht ganz so viel gebracht, mein junger Freund. Oh. Noch einer. Schutzschild. Ach, fuck. Eisstrahl, Schuss. Da pusht du alles rein, um den zu heilen. Bringt doch gar nichts. Wir haben die OP-Pokémon am Start. Nein, wir switchen nicht. Och, ist da... Doch, da müsste auch ein Eisstrahl effektiv sein. Oh, Steinhagel macht auch viel Damage. Das war doch so. Ah, fuck. Wollen wir ihn jetzt einfrieren vielleicht? Oder One-Shotten? Eins von beiden ist ja gar kein Problem. Nee, wir switchen nicht. Oh, es ist so OP-Eisstrahl. Ist so fucking OP. Auch gegen den hier? Weiß ich gar nicht. Ist auch ein Drachen-Pokémon. Und wir wissen, gegen Drachen-Pokémon ist es aktiv. Drachentanz. Ach. Drachentanz, komm. Tschüss. Katzi, ich liebe dich. Wunderbärchen. So läuft das. So gefällt mir das, Leute. Endlich vorbereitet und... Richtig geil. Wieder ein Drachen-Pokémon. Oh, ist gegen den auch? Ist ein Drachen-Pokémon, aber ist auch ein Wasser-Pokémon. Ne, das war nicht so viel. Der Drachentanz. Okay, dann switchen wir kurz das Pokémon, holen jetzt Noxie raus. Ich glaube, Noxie ist auch ziemlich stark gegen den. Weil, wie man schon sieht, das ist ein Wasser-Pokémon. Ich habe gehört, der Gigasauger ist stark.
Body Slam. Aua. Aua. Moxie ist vergiftet. Der ist vergiftet von dem. So, wir saugen uns kurz wieder voll. Muss ein Wasser-Pokémon sein. Das heißt, Pflanze ist sehr effektiv. Ein Volltreffer. Ist Gift verletzt, überlebt sogar noch. Haben wir noch eine schnelle... Ist sie schnell, die Attacke? Oh, er heilt sich wieder. Okay. Nochmal ein Gigasauger am Ende. Body Slam hier. Body Slam paralysiert, alles klar. Aber er kann trotzdem angreifen. Sehr schön. Sehr gut, ein Volltreffer heilt sich wieder fast voll. Und ich würde sagen, dann am Ende gibt es nochmal ein Gigasauger. Wenn wir gerade dabei sind. Drachentanz ist ja eine scheiß Attacke. Ist paralysiert und kann nicht angreifen. Fuck. Eggelsam. Body Slam. Eieiei. Oh, ein Crit. Shit. Shit, ein Crit am Ende. Muss Taube raus. Alles klar. Tempo. Turbo-Tempo. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bilber wird 60. Glückwunsch, Bilber. 60. Der ist schon 60. Nein. Taube sollte hier auf jeden Fall auch mit einem Wutanfall diesen Kollegen one-shotten. Fuck. Jetzt habe ich Noxie verloren. Ich habe zum Glück noch Beleber, weil beim nächsten brauchen wir nämlich auch Noxie. Taube 72. Glückwunsch dazu. Wurde besiegt. Tschüss. Ich weiß, jetzt kommt der Letzte. Jetzt kommt der Vasili. Und der Vasili ist natürlich krass. Dazu nochmal kurz Beutel. Beim nächsten brauchen wir Elektro- bzw. Pflanzen-Pokémon. Die sind ziemlich effektiv. Deswegen werde ich auf jeden Fall Noxie wiederbeleben, weil Noxie ist wichtig. Noxie ist mein einziges Pflanzen-Pokémon. Beleber. Noxie, komm. Jawohl, ist aufgetaucht, bzw. nicht aufgetaucht, sondern ist wieder da. Und du bekommst einen Supertrank. Reicht nicht, wir müssen eh die Top-Tränke nehmen. Top-Trank, habe eh noch 14 Stück. Für Noxie, okay, das passt. Dann benutzen wir den Supertrank für Katzi. Alles klar, mehr braucht er gar nicht. Sehr gut, Leute. Es sieht gut aus und ich glaube, wir kommen weiter voran. Jetzt tauschen wir hier. Und wir setzen Biver nach vorne. Biver muss jetzt aufräumen. Biver muss zeigen, was er kann. Und hier müssen wir tauschen. Als nächstes kommt dann der Kollege. Wunderbar. Easy. Easy. Easy, easy, easy. So gefällt mir das. Und so geht man durch. Ich habe dazugelernt, wie es funktioniert. Mit den ganzen Effekten, beziehungsweise den anderen Scheiß. Ich hab es. Vasili, komm her, mein Freund. Ich werde dich jetzt hart in den Popo. Du kannst gar nichts mehr. Vasili, komm zu mir. Ja, komm zu Papa. Ah, hier. Ich hab gehört, ein Donner macht böse Aua gegen so einen Wal. One-Shot? Ich hab gehört, One-Shot? Dafür haben wir Biver gelevelt. Deswegen, Biver, die kleine Maus, macht das jetzt. Auch ein Garados. Ich habe gehört, ein Garados möchte gerne einen Donner abbekommen. Ach, geht daneben, fuck. Erdbeben. Oh, das macht, glaube ich, viel Damage wieder, ne? Ah. Fuck. Fuck my life. What the fuck, Biver? Was ist denn los mit dir? Eggelsam. Okay, ist nicht so effektiv, ist so gut. Eggelsam ist ausgewichen. Was? Dankeschön. Den Eggelsamen oben drauf. So, wunderbar. Es ist Gyarados. Nächstes Mal brauchen wir am besten Noxie. Der ist der bessere Erdbeben. Ja, komm, macht nicht viel Damage. Ein Gigasauger. Ich sollte mich wieder hochheilen und sollte sehr effektiv sein. Pflanze gegen Wasser. Sehr effektiv. Doch nicht sehr effektiv? Komisch. Aber er heilt sich wieder. Passt. Machen wir normal. Beziehungsweise normaler Sauger. Drachentanz. Ja, kennen wir doch. Megasauger. Alles klar. Gyarados macht kein Damage gegen Noxie. Wegen Bodenattacken. Das passt. Sehr gut. So, noch Megasauger, Hyperstrahl. Der könnte effektiv sein. Überlebt das, überlebt das, überlebt das. Dankeschön, Megasauger. Halt dich wieder hoch, halt dich hoch. Reicht das? Bitte mit Eggelsamen. Sehr geil, wurde besiegt, sehr gut. So. Nein, wir switchen nicht. Wir müssen hier wieder angreifen. Heieiei, Eggelsamen. Eisstrahl. Oh, ist effektiv, glaube ich. Irgendwie ist Eisstrahl gegen alles effektiv. Fuck my life. Wir brauchen Gorgi. Gorgi. Hyperstrahl. Oh, vergiftet mich erstmal. So ein Drecksack. Hyperstrahl. Ins Gesicht. Gorgi. Und? Er heilt sich wieder. Okay. Ist verletzt durch Gift. Ein Surfer. Eieiei, er macht ein bisschen Damage, aber scheißegal. Gift verletzt. Hyperstrahl. Wenn er trifft, ist er down. Er macht erst einen Surfer. Wieso darf er erst anfangen? Komm, komm, komm. Bitte, 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 bitte. Sterbe. Überlebe das Gift. Nein. Überlebt er das Gift? Nein! Gorgi, du alter Dreckiger.
Komm, nice muss raus. Nice muss raus. Oh Gott, das ist ja ein Wasser-Pokémon. Fuck, habe ich gar nicht gesehen. Fuck. Er fängt an mit dem Himmelshieb. Ist nicht sehr effektiv. Fibropumpe, tot. Fuck, habe ich ja gar nicht gesehen. Das darf ich ja gar nicht machen. Switchen. Der müsste normalerweise keine... Matschbombe, okay. Der müsste normalerweise keine Eisattacken können, oder? So ein Tentoxa, wenn er... Normal kann das nicht. Wunderbar, ist tot. Sehr gut. Kann der Eisattacken? Der kann keine Eisattacken. Ist das nicht ein Pflanzen-Pokémon? Scheißegal, Taube macht das kurz. Was, überlebt das? Und ist wieder... Ach Gott. Wieso ist verwirrt, aber trotzdem Turbo-Tempo. Sehr gut. Am besten noch ein Turbo-Tempo, wenn es geht. Ist verwirrt, hat sich selbst verletzt. Oh Gott. Doppelteam, alles klar. Turbo-Tempo ist nicht mehr verwirrt und der Turbo-Tempo wird ihn Richtung Hölle schicken. Tschüss, Mr. Kappa-Klaus, wie auch immer. Nein, wir switchen nicht. Was ist denn für ein Ding hier? Sieht komisch aus. Ich würde sagen, wir machen mal kurz einen Wutanfall. Und das sollte, glaube ich, die letzte Attacke sein für die Top 4. Ich glaube, wir haben sie hiermit besiegt. Kann das sein? Natürlich. Champ wurde besiegt. Der Champ wurde besiegt. Eine erstklassige Leistung. Du warst elegant. Manchmal auch. Du warst, was? Achso, manchmal auch verzweifelt. Aber auch herrlich. Der Ruhm gehört dir, Lars. Du bist wahrhaft ein edler Trainer. Dankeschön. Lars gewinnt 11.600 Pokédollar. Die Pokémon, die du in den Kampf geschickt hast. Manchmal wirbelten sie wie eine Frühlingsbrise und dann wieder schlugen sie ein wie ein Blitz. Du hast deine Pokémon mit leichter, aber sicherer Eleganz geführt. Du hast mich mit deiner meisterhaften Vorstellung bezaubert. Du hast den ruhmreichen Gipfel der Pokémon-Liga erreicht. Für die ganze Höhenregion rufe ich dich hiermit. Oh mein Gott, Lars, ich muss dir unbedingt einen Rat geben, bevor du gegen den Champ antrittst. Hab ich das noch nicht? Kommt da noch einer? Was? Lars, das kann nicht sein. Es ist schon vorbei? Professor Brick, siehst du, was habe ich dir gesagt, Maike? Ich wusste, du brauchst dir keine Sorgen, um Lars zu machen. Du hast es geschafft. Als ich hörte, dass du den Vater in der Arena von Blütenburg City besiegt hast, wusste ich, dass du eine Chance hast. Aber dass du dann sogar Champ geworden bist, oh ja. Was ist aus deinem Pokédex geworden, Lars? Lass mich mal sehen. Du hast 180 Pokémon gesehen und 30 Pokémon gefangen. Nun, er könnte mehr Einträge enthalten, aber es sieht schon eher nach einem Pokédex aus. Also dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Nun kannst du mit Stolz den letzten Raum betreten. Lars? Nein, lass es mich richtig ausdrücken. Neuer Champ, komm mit mir. Tut mir leid, aber dieser Raum dürfen nur Trainer betreten, die Champs geworden sind. Warte bitte draußen mit dem Professor. Maike, ich mach nur Spaß, ist schon okay. Wo sind die Regeln? Lars, ehrlich, herzlichen Glückwunsch. Oh, wir sind der Pokémon-Champ. Wir sind der Pokémon dieser Raum. Hier verzeichnen wir die Pokémon, die siegreich aus hartem Kämpfen hervorgegangen sind. Hier werden die Champs der Pokémon-Liga geehrt. Komm, schreiben wir deinen Namen nieder als ein Trainer, der über die Pokémon-Liga triumphiert hat und die Namen deiner Partner ebenfalls. Okay, werden die jetzt nicht nur geheilt? Alles klar. Speichern, bitte das Gerät nicht ausschalten. Bivar! Loxi! Gogi! Katzi! Nice! Taube! OP-Pokémon! Und das war's. Hey! Hey! Stark gemacht! Und das bin ich! Der Lars! Ich hab weiße Haare, lauf bei mir! Champ der Pokémon-Liga, herzlichen Glückwunsch! Trainer Lars! ID Nummer 27304. Spielzeit 36 Stunden. 24. Pokémon Smaragd Edition. Credits. Leute, das war's. Wow. Wir werden, denke ich mal, noch. Ich denke, ich werde noch Pokémon fangen. Die legendären Pokémon. Wenn das noch geht, geht das noch? Wollen wir uns den Scheiß hier angucken? Egal. Ihr habt ja beim letzten Part reingeschrieben, welches Pokémon-Edition ihr sehen wollt. Ich werde das dann beim nächsten Mal auswerten. Ich denke mal, wir werden noch ein paar legendäre Pokémon fangen. Wenn ihr Bock habt, wenn nicht, lasse ich das hierbei.
Das Hauptspiel ist somit durch. Ich werde mich auf jeden Fall hier an dieser Stelle verabschieden. Und alle, die dabei waren, kann ich jetzt hier überspringen. Ja, komm. Ich mach's mal kurz schneller. Blablabla. Kommt nicht mal das Gleiche? Doch nicht. Ja. So. Ende. Ich sollte jetzt wieder spielen können, normal, oder? Jetzt bin ich wieder zu Hause. Also, das heißt, wir können weiterspielen. Das geht noch. Wir können die legendären Pokémon fangen. Wenn wir es noch, wenn ich das noch machen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Das war's vom Pokémon Smaragd. Erstmal an dieser Stelle. Später noch ein, zwei Parts und ein paar Pokémon fangen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Haufen Super Nutzer Boys. Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Easy Pokémon Liga. Easy.